Gesetz 36. Vergiss, was du nicht haben kannst. Es zu ignorieren ist die beste Rache. Grundsätzlich ist es gut, ein klares Ziel vor Augen zu haben und auch so viel eigene Kraft in die Erfüllung dieses Ziels zu stecken, wie nur möglich. Es kommt allerdings auch hin und wieder vor, dass all unser Aufwand keinerlei Wirkung zeigt oder vielleicht sogar eine kontraproduktive Wirkung auf die Erfüllung unseres Wunsches hat. Und meistens ist genau das der Fall, wenn wir viel zu verbissen an die Aufgabe herantreten. Je stärker man es versucht, desto weiter entfernt sich das Ziel manchmal von uns. Soll das jetzt heißen, dass dieses Ziel für alle Zeit unerreichbar für uns ist und bleiben wird? Nein, auf gar keinen Fall. Es heißt allerdings, dass gerade jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für uns ist, diesem Ziel nachzueifern. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht ist es so, dass es uns einfach an geistiger Reife mangelt. Vielleicht ist es auch einfach nur Erfahrung, die uns fehlt, um in effektiver Manier zu handeln. Oder ja, vielleicht liegt es sogar an den gegebenen äußeren Umständen, die uns die Erfüllung dieses Wunsches versagen. Hin und wieder ist es sinnvoll, die Dinge auf sich beruhen zu lassen und die Augen von dem Begehrten abzuwenden, zumindest für eine Zeit lang. Das Ignorieren, wie schon im Titel nahegelegt, ist hier die beste Wahl. Ich will mit dieser Ansicht nicht das vorzeitige Aufgeben in dem Bestreben, unserem Ziel zu folgen, nahelegen. Ganz und gar nicht. Meistens ist es sogar so, dass ein wirklicher Fortschritt erst nach einem längerfristigen Investieren unserer Zeit, unserer Kraft und auch unserer Kreativität für uns sichtbar wird. Genau das ist auch der Punkt, weshalb die meisten Leute scheitern. Sie schreiten motiviert zur Tat, häufig auch übermotiviert, verlieren aber sämtlichen Antrieb, wenn sich nach einiger Zeit noch kein Erfolg zeigt, aber gerade das braucht eben seine Zeit. Hier bei Gesetz 36 geht es aber einzig und allein darum, zu erkennen, wann man sich in einer Sackgasse befindet und die Dinge zumindest fürs Erste auf sich beruhen zu lassen. Gerne predige ich ja, dass die meisten äußeren Widerstände, denen wir begegnen, tatsächlich innere Widerstände sind und einzig und allein aus unserer falschen Einstellung resultieren. Ich glaube, ich habe es vorhin verbissenes Tätigwerden genannt, durch das man häufig weiter vom Ziel fortgetrieben wird, anstatt sich dieser Sache zu nähern. Mit innerer Ruhe aktiv zu werden, führt stattdessen viel eher zum Erfolg, aber das ist ein Aspekt, den man sich nicht über Nacht aneignet. Gerade deshalb ist es auch so wichtig, in diesen Situationen eine gewisse Distanz aufzubauen. Es ist natürlich aber auch nicht auszuschließen, dass äußere Umstände tatsächlich zeitweise unüberwindbare Barrikaden darstellen. Also es müssen nicht immer rein innere Widerstände sein. Es kann auch sein, dass die äußeren Umstände uns derzeit einfach nicht gestatten, einem gewissen Ziel nachzueifern. Aber auch hier ist die Lösung dieselbe. Rückzug und Passivität ist angesagt. Denn die Blockaden, die lösen sich dadurch von selbst. Mir fällt zu diesem Thema eine Anweisung ein, die US Navy SEALs, nämlich die Marinesoldaten der USA, erhalten, wenn es darum geht, Leute vor dem Ertrinken zu retten. Eine Person in einer solchen Notlage ist natürlich völlig in Panik und strampelt vehement mit allen Körperteilen und selbst bei einem Rettungsversuch können sie dieses Verhalten nicht ablegen, da der Gedanke an einen tragischen Tod für sie einfach unerträglich ist. Die Panik lässt sie weiter strampeln, selbst wenn eine Rettungskraft bei ihnen ist und versucht, ihnen zu helfen. Die Rettung, die wird dadurch natürlich unnötigerweise erschwert, weshalb die Soldaten diese Anweisung haben, die Personen in Not K.O. zu schlagen, um einen widerstandslosen Abtransport zu gewährleisten. Die gerettete Person, die wird zur Passivität gezwungen, weil ihre Aktivität nicht mehr länger für sie förderlich ist.